45 Jahre Schwulendemo. Am Samstag, den 27. April, feierte der Verein des Christopher Street Days einen historischen Jahrestag. Tatsächlich fand die erste Schwulendemo der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1972 in Münster statt. Dies nahm sich der CSD Münster zum Anlass, die Originalroute der 70er Jahre nachzulaufen. Los ging es am Schloss, einmal quer durch die Innenstadt, am Dom vorbei, über die Promenade bis zur Stukengasse. Was sich alles in den Bewegungen verändert hat, was gleich geblieben ist und was noch werden soll, wurde zwei Tage zuvor auf einer Podiumsdiskussion besprochen. Eingeleitet und moderiert von der Berliner Politonte Patsy Lamour-Lalove diskutierten Gabriele Bischoff, Geschäftsführerin der Landesarbeitergemeinschaft Lesben in NRW, Sigmar Fischer als Zeitzeuge der 70er Jahre, Moritz Prasse, Sozialpädagoge und Organisator der Kampagne Dritte Option und Patrick Ort, Vorstandsmitglied des CSD in Hamburg. Sichtbarkeit, Akzeptanz, Fortschritt und Entwicklung waren die Schlagwörter der Redebeiträge. Dabei kam auch das Publikum zu Wort. Wir haben Frau Bischoff gefragt, wie wichtig die Diskussion und auch die Demo für die jeweiligen Bewegungen sind. Für die Bewegungen ist sie total wichtig, weil wir immer wieder darauf zurückgreifen müssen, was ist in den letzten gut 50 Jahren passiert. Wir dürfen das nicht vergessen, dass das, was heute ist, alles erkämpft wurde von Menschen, die sich engagiert haben, die erkannt haben, dass es wichtig ist, Ziele zu haben und strategisch zu denken, ob es nun darum geht, dass Lesben, Schwule, Transpersonen sichtbar sind oder ob es darum geht, auch anerkannt zu werden von staatlichen Institutionen, ob es nun Ministerien sind, Jugendämter sind, ob es die Polizei ist, die sich anständig benimmt, wenn jemand eine Anzeige aufgrund einer homophoben Gewalttat in der Wache abgibt. Also es ist wichtig zu erkennen, das, was wir im Jahre 2017 haben, das ist erkämpft worden, erarbeitet worden und wir können uns da nicht ausruhen, weil der Backlash klopft immer eifrig an die Tür. Queer durch Münster, laut und farbenfroh, ging die Demo am Samstag zu Ende.